Moin Moin, herzlich willkommen auf dem Hydrogol-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und da wir sonntags morgens haben, habe ich natürlich einen Kaffee. Und wie sich das gehört, auch die aktuelle Peri-Rodan-Erstausgabe-Lage. Das ist diesmal Leo Lukas, die ewige Ganya, das ist die Nummer 3214. Ja, Cover sehr oldschool, ist Sven Papenbrock unverkennbar. Ja, man sagt, er ist nicht so der Experte für Figurengesichter, aber ich muss sagen, das ist definitiv eines seiner besseren Bilder. Also ich finde so dieses Spannungsfeld halt aus der ewigen Ganya, die finde ich sehr gelungen. Atlan ist ein bisschen matschig vom Bild her, also nicht ganz so klar. Wirkt dann sehr oldschool. Also ich muss sagen, dieses Spannungsfeld gefällt mir ganz gut. Ja, also ich würde sagen, es ist definitiv eins der besseren Sven-Papenbrock-Bilder mit Figuren drauf. Und ich finde, das fängt auch so den Spirit dieses Romans ganz gut ein. Ja, Spirit dieses Romans. Es ist ein Leo-Lukas-Roman, das heißt, Leo-Lukas ist natürlich immer etwas in der Rolle des Kabarettisten, des Clowns, des Spaßmachers gefangen. Ja. Ist so ein bisschen schade halt. Er hatte auch mal eine ernste Phase, die hat mir deutlich besser gefallen, aber das ist immer Geschmackssache und es gibt wohl eine große Fangruppe, die einfach halt so eher das Lustigere auch einfordert halt. Ist auch vollkommen in Ordnung, Geschmäcker sind verschieden. Ja, ist dann absolut okay, wenn man dann für jeden was dabei hat. Ja, der Roman, ich finde, er zieht sich extrem. Erst am Schluss wird's gut, also so Richtung Schluss, Ende, Cliffhanger. Ja, da kommt dann irgendwann mal Butter bei die Fische. Das Thema ist nicht meins, die Panyasen, die Schönheit. Ja, das Thema ist etwas totgeritten, definitiv. Da hätte, wie gesagt, eine Orwell-Folge, ein Heft hätte mir dazu gereicht und dann ist auch langsam mal gut. Humor ist natürlich auch immer Geschmackssache. Nicht jede Art von Humor kommt bei jedem gleich an. Ja, es hat so Anflüge von Klamotte. Ist manchmal auch ganz lustig, halt, wer drauf steht. Es sei ihm gegönnt. Oder ihr. Ja. Worum geht es in dem Roman? Also im Prinzip, Atlan fliegt ins Herrschiol-System. Er zieht dabei die große Show ab, um als Imperator der Milchstraße zur großen Ganya vorgelassen zu werden. Dummerweise ist die noch gar nicht da. es wird erst spannend, wenn die große Ganya da wirklich ankommt. Und das ist erst ganz zum Schluss. Ja. Ja, man muss sagen, also der Roman ist so ein bisschen redundant. Wie gesagt, das Thema Schönheit, so langsam habe ich es wirklich verstanden und ich habe keinen Bock mehr drauf. der Zirkus kommt nicht so wirklich in die Pötte. Also der Cliffhanger, der rettet es allerdings ein bisschen. Das macht vielleicht Hoffnung aufs nächste Heft und das ist, glaube ich, Michelle Stern, die dann mal so ein bisschen was akute Handlung schreiben darf. Wäre vielleicht auch mal ganz nett. Ja, Umsetzung, Leistung des Autors. Also ich finde, Leo Lukas ist definitiv ein unterschätzter Autor. Also so zwischen dem Klamauk blitzt dann auch ab und zu so ein bisschen Brillanz durch, muss man definitiv sagen. Also Numbjok als Charakter fand ich sehr cool. Also das ist natürlich ein gebrochener Charakter. Es ist auch so ein bisschen Anti-Held. Man sieht, wie das System funktioniert. Es ist sehr pervertiert. Ja. Kann man so in der Richtung sehen. Also von daher, ich muss sagen, Leo Lukas ist ja wohl anscheinend so ein bisschen in der Rolle des Spaßmachers gefangen. Also ich muss sagen, so seine ernste Phase hat mir deutlich besser gefallen, aber gut, das ist dann so. Man ist wahrscheinlich immer in seiner Rolle irgendwie ein bisschen gefangen. Ja, gut, okay. Halten wir mal die Zettel in die Kamera für die Punkte. Immersion 1,75. Ich habe mich da durchgequält. Ich habe es, denke ich, definitiv am Tag gelesen. Und erst zum Schluss nimmt es nochmal richtig Fahrt auf, wo die Ganya ankommt. Wo sich so ein bisschen Sense of Wonder entfaltet, da wird es dann gut. Also den Schluss habe ich am Stück gelesen, da gab es dann so einen Anflug von Hyperraum. Von daher ist dann die 0,75 Punkte dann schon höchstes der Gefühle für diesen Roman. Ja, Sense of Wonder, da habe ich 1,25 Punkte, also es dümpelt so vor sich hin, bis zum Schluss dann nochmal ein bisschen Butter bei die Fische kommt.
Es ist natürlich auch ein bisschen Action mit dabei. Ja, man hat Naluta in Aktion, ein Team in Aktion. Ja, also es ist schon ein bisschen was los. Also ganz schlimm ist es jetzt nicht. Ja, Zyklus-Throw 0,75. Also ich hätte eigentlich nur einen halben Punkt gegeben und einen Viertelpunkt gibt es nochmal drauf für einen Cliffhanger. Der rettet so ein bisschen. Ja, Umsetzung und Leistung des Autors. Also, wie gesagt, es blitzt zwischendurch definitiv Brillanz durch. Es gibt einen toll beschriebenen Charakter. Numjok, sein Verhältnis da, wie es abgeht, ist eine gute, eigentlich eine recht scharfsinnige Beschreibung des Umfeldes. Ja, der Einsatz von Atlans Team ist so ein bisschen klamaukig. Atlan ist so ein bisschen klamaukig. Der Extrasinn ist so ein bisschen klamaukig. Aber ja, es blitzt ab und zu so wirklich so ein bisschen Brillanz durch und macht dann doch schon Spaß irgendwie halt. Ne? So ein bisschen schon. Dann gebe ich mal 1,75 Punkte und clevererweise habe ich natürlich die Punkte nicht zusammengerechnet. Gib mir eine Sekunde. Machen wir gerade mal schnell. 1,75 plus 1,75 sind wir in Summe bei 5,5 Punkten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber ich glaube, in Summe passt das dann schon. Ja. Ja, was haben wir denn sonst noch so Schönes? Punkte haben wir, Beschreibung haben wir, Besprechung haben wir. Das ist das Heft. Ich würde sagen, wer es noch nicht gelesen hat, liest es, schaltet aus. Wir machen den Cut und ihr kommt dann später wieder. Bis später. Ja, wer noch hier ist, was gibt es da sonst noch zu sagen zu dem Roman? Im Prinzip, was wirklich spannend ist, halt im Prinzip, wir haben so den Hofstaat der ewigen Ganya. Die ewige Ganya ist eine sehr mächtige Figur. Das kommt dann zum Schluss so ein bisschen raus. Es scheint so ein bisschen, als ob sie auf einem Kissen von S-Tränen schläft oder auf dem Metalldepot von S. Ja, das scheint so der Kern der Sache zu sein. Sie ist anscheinend dann psionisch aufgeladen, Dagger-technisch aufgeladen. Sie heilt sich selber, hat anscheinend so den Superzellaktivator damit zu haben halt. Und ja, also schon ein bisschen strange. Ja. Was so der Cliffhanger am Schluss ist, ist im Prinzip noch, wir haben natürlich jetzt das, die ewige Ganya bringt halt das Karussell der Eisskulpturen von S mit und ja, und die interagieren mit Atlans Zellaktivator und das ist der Cliffhanger, mit dem wir dann in den nächsten Roman entlassen werden. Jo, das macht natürlich dann wieder ein bisschen Bock auf mehr. Michelle Stern ist natürlich auch immer ein Highlight meiner Meinung nach, also sie ist wirklich auch eine tolle Autorin und ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ja, okay. Aber da den Cut lassen wir es dabei gut sein. Ihr habt gesehen, ich habe meine Maske so ein bisschen umdekoriert. So ganz glücklich bin ich noch nicht. Allerdings kommt natürlich so das Regal zur Geltung. Ihr seht, es gibt ja ein neues Cover. Die Hydrogol 1, also das erste Buch meiner Reihe, habe ich nun aufgelegt. Und jetzt folgt der Werkbeblock. Also ihr seht halt hier zum Atlan in der Peripedia. Ich gucke öfter mal rein. Man sollte natürlich clevererweise dann auch das Richtige. Also man sieht halt hier, der Artikel scheint wohl noch nicht den ganzen Ansprüchen zu entsprechen, obwohl er sehr lang ist. Ja, was eigentlich viel spannender ist halt im Prinzip, man sieht halt, wenn man gucken will, wer gucken will, wie man mich unterstützen kann, wie man den Kanal so ein bisschen unterstützen kann. Meine Bücher zu kaufen wäre eine tolle Idee. Das hilft dann immer. Patreon und so habe ich noch nicht, wäre natürlich auch noch eine Überlegung wert, halt. Aber na gut, im Prinzip kann ich euch zeigen, wer auf meine Webseite geht, ist hier oben auch eingeblendet, www.hydrogold.de. Ihr könnt es auch direkt in der Videobeschreibung sehen. Es gibt halt quasi halt hier im Text gibt es halt direkt einen Link auf meine Webseite und wenn ihr draufklickt, dann kommt ihr direkt auf die Seite zum Alpha Centauri Aufstand. Die Seite ist umgestaltet. Das Buch ist jetzt veröffentlicht. Es ist am 24. am Freitag, ist es offiziell rausgekommen. Man sieht halt hier ein bisschen Umfeld, das Cover nochmal unten. Wer es erwerben will, klickt einfach halt hier auf
bei BOD. Das hilft mir als Autor am meisten, weil da gibt es halt etwas mehr Marge, weil Amazon natürlich auch nochmal ein Stück rausschneidet. Und ja, Papier ist teurer geworden. Ich habe den Preis jetzt auf 15 Euro glatt hingelegt. Ich glaube, das ist für so ein. Das ist jetzt noch der Pro-Produkt, die anderen sind noch bestellt. Also man sieht, es ist halt schon nicht ganz dünn. Wie gesagt, das Papier ist teurer geworden. Das ist so. Und ich habe natürlich auch ein bisschen was investiert in den Roman halt. Von daher, Künstler müssen bezahlt werden, Lektoren müssen bezahlt werden. Die Veröffentlichung muss bezahlt werden. Von daher denke ich mal, ist das eigentlich okay. Ja, man kann das direkt bei BOD bestellen oder wer direkt beim großen A bestellen will. Klickt einfach hier auf Amazon. Ja. Und landet direkt bei der Amazon-Seite und kann auf jetzt kauf klicken, wenn ihr möchtet. Ja, in dem Sinn, lassen wir es mal mit dem Werbeblock gut sein. Es würde mich freuen, wenn ihr mal reinguckt. Wie gesagt, das Buch ist neu aufgelegt. Ich müsste demnächst auch nochmal ein Video machen, um es halt vorzustellen. Ich glaube, das werde ich vielleicht in der T-Länge machen und vielleicht noch so ein bisschen darüber erzählen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Das Wetter ist so ein bisschen grau, ein bisschen feucht, aber trotzdem halt eine Runde drehen. Ihr wisst ja, so den Kopf so ein bisschen auslüften, Lichtluftbewegungen tun auf jeden Fall gut und heben auf jeden Fall die Stimmung. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend zur Teelänge oder wir sehen uns zur Teelänge natürlich, weil ich dem Buch natürlich noch so ein bisschen erzählen möchte, wie es entstanden ist und ein bisschen vorstellen möchte. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, bis heute Abend oder bis zur nächsten Perry-Rezension. Macht's gut und tschüss.